So. Okay. Aha. Filter nochmal nachdrehen hier. So. Ach, das geht. Naja, und weiter geht's mit dem dritten Durchgang. Das ist auch gut. Nochmal eben hier. Licht geht, Blinker geht. Wie sieht's vorne aus? Ah, das funktioniert auch. Gut. So, Fernlicht geht. Ja, perfekt, würde ich sagen. Dim-di-dim-di-di. Junge Frau. Kartoffeltechnik. So. Ich will rüber. Du. Ja, Josef, stell dich nicht so an, ich fahre ja schon zur Seite. Tragger, Traktor, wo bist du? Da bist du. WC. Moin, hier Braggemann. Ja, keine Zeit, ich muss grad. Ja, dein MF ist fertig. Das ist schön zu hören. Ne? Ölwechsel ist gemacht und Ölfilter und alles andere auch fertig. Bremse geht auch. Ja, perfekt, ich muss noch einen Acker, ich habe gerade Lohner für die Kartoffeln da. Ach so. Oh, hey, alle im Stress hier heute. Was heißt hier Stress? Bei uns wird was geschafft. Mehr diese Jugend von heute. Wie wir sogar etwas Stress ist. Hoppala. Hier auch noch mal die. Josef, du kannst ruhig bis zum Ende vom Feld fahren. Du musst nicht die Hälfte vergessen. Ja, nix, nix verstehen. Ordentlich machen. Eieieiei. Eieieiei. So, oh, das Radio, das quatscht auch schon wieder.
Was ist denn hier los heute? Wo habe ich denn hier meine Zwillingsräder gelassen? Das kann doch nicht sein. So, wie sieht's denn bei meinen Schafen überhaupt aus? Oh, ganz vernünftig. Da können wir mal gerade rüberlaufen. Ei, die können hier scheiß Dose auch mal wegräumen beim Müll. Eieieiei. Maja, bist du im Funk? Ja, ich bin im Funk. Warum? Wann wolltest du denn anfangen? Ja, sobald, dass ihr Zeit habt. Ja, ich würde dann noch mal eben zum Feld fahren. Da steht mein Bekannter von mir. Der wird gleich beide ansehen für mich. Mhm. Und dann würde ich wohl zu dir kommen. Alles klar. Ja, dann stelle ich schon mal einen Häcksler bereit. Bringst du einen Anhänger mit? Ja, ich guck mal, was ich passendes hab. Alles klar. Ja gut, freut mich. Dann bis gleich. Ja. Ei, das haben wir gerne. Hilfe wollen oder musst du deinen eigenen Anhänger noch mitbringen? Hey, warte mal! Feldmann! Ja, was denn? Könntest du mich mal ein Stück mitnehmen oder geht's nicht? Nee, ich hab keinen Sitz hier drauf. Eieieiei. Sonst hätte ich das gemacht, du. Dann laufen wir halt. Schauen wir mal ein bisschen. Was ist los? Bisschen schwach, dein Drecker, hä? Nee, ich überlege, wo ich anfange. Ja, meistens vorne. Ja, das stimmt wohl. Ah, dann joggen wir mal hier übers Feld. Einmal soll ja gegen die Fahrbahn laufen. Eieiei. Vielleicht sollte ich mir auch mal ein Fahrrad kaufen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass Egon gleich irgendwann mal kommt. Dass ich dann auch gleich langsam mal zu dem Meier hinkomme.
Ah, ich glaube, da oben steht er schon. Kann er nämlich gleich weitermachen. Hätte das gestern liefern können. Eieieiei. Na Egon, mach mal, ne? Kriegst ja hin, ne? Alles klar. So, wieder zurücklaufen und dann... Das ist nur die Frage, welchen Anhänger nehme ich denn? Da kriege ich ja noch eben schnell das Wasser hier. Und ich glaube, die sauen hier auch schon wieder rum. Ja. So. Ah ne, ich muss noch eben hier. Maya! Ja, bitte? Ich muss noch mal. Ich verdichte noch schnell mein Silo und dann kann ich das nämlich schnell zudecken. Ja, machen wir, solange das Wetter noch schön ist. Und dann komme ich gleich rum. Sehr gut. Sag's Bescheid! Was krieg ich hin? Bescheid! Bescheid. Welchem Feld bist du unterwegs, Meier? Auf der 83. Das ist das einzigste Maisfeld, was ich habe. Mit 2 Hektar oder wie viel hast du? Ja, schön wär's. Ja, weniger. Also viel ist es nicht. Weil ich muss mir denn ja noch eben, glaube ich, einen Anhänger besorgen, weil ich habe ja nur meine Drehschemel. Ich glaube, da komme ich nicht in dein Silo mit rein, oder? Du könntest rein. Theoretisch... Rein kommst du! Oder kann ich davor abkippen? Du kannst praktisch von hinten abkippen. Oh, oh, oh. Ah ja, von oben rein, ne? Ja, genau. Rein kippst du nur, ob du wieder rauskippst. Das ist hier die Frage, das ist richtig. Also nicht wundern, ich muss mal bei dir gleich über den Hof. Bei mir? Ja. Er hat sich ein neues Spielzeug gekauft. Der Fahrzeughändler hat's geliefert. Endlich. Den habe ich schon vor halben Ewigkeiten bestellt, wie ich die Schafe angeschafft habe. Ja, solange er seine Sachen wiederfindet. Ja, da wackelt man so seine Problemchen. Hoppala. Und wundert dich nicht, wenn er mal ein bisschen länger braucht, wenn ihr was ausgemacht habt, der hat so ein Phänomen, der verfährt sich ganz gerne.
Oh, den guten Linde, aber hast du ja noch genug Akku oder so ein E? Doch, der reicht noch. Den kann ich ja jetzt eh gleich erstmal anschließen, wenn ich unserem Majescher helfe. Ich muss nur mal gerade gucken, was mein Loader macht. Ich befürchte, der macht schon wieder Feierabend. Aber ihr wisst ja, wie das mit diesen blöden Paletten ist von der Wolle. Ja, das stimmt. Klar, der will das nicht immer so, wie er soll. Das stimmt. Ah, hier, guck mal, der Josef schafft noch was. Aber dann hat sich das Karottenproblem auch erledigt. Dann können meine Schweinchen nämlich die Dings fressen, Kartoffel fressen. Also essen, nicht fressen. Wir wollen ja nett und artig sein. So, den brauche ich nachher noch mal. Du, Feldmann, du hast doch jetzt den Landhandel übernommen, ne? Hm? Was? Nicht den Landhandel, den Fahrzeughändler. Ja, so halb, halb. Bis jetzt habe ich ja noch keine... noch nichts Schriftliches. Die haben mich jetzt, bis jetzt nur gefragt, ob ich es machen würde. Weil ich hätte da ein kleines Anliegen an dich. Das wäre? Ich bräuchte nämlich ein Frontgewicht, womit ich auch die Ballen, also das, wo breit ist, wo ich die Ballen links und rechts vom Traktor praktisch wegschieben kann, dass du nicht an die Reifen kommst. Ja. Hättest du da was, ja. Oder könntest du da was besorgen? Warte, ich muss mal eben im Katalog gucken. Ich hatte da irgendwo was gesehen. Wollte auch nicht schwerer sein wie 1500. Ja, ich hätte hier einen gebrauchten von Anderson, so einen Bumper. Wo muss ich denn da reingucken im Katalog? Wenn du hinten unter Diverses guckst. Aha. Und dann ist das die dritte Position. Ah, okay. Und damit kann ich dann die Ballen nach links und rechts neben die Reifen schieben. Ja, die würden dann einfach so ein bisschen wegrutschen. Ja, weil ich will nicht ständig meine eigenen Ballen überfahren. Ja, also den hätte ich ihn gebraucht. Für 1200 kannst du ihn kriegen. Ja, dann probiere ich den nochmal aus. Also Meier, ich wäre an deinem Fälschen. Du wärst da? Ja. Dann einen Moment. Ich bin sofort da. In das große Silo. In das große, ja. Du kannst dir den ja mal abholen. Der steht beim Shop, dann probierst ihn aus und wenn er dir gefällt, dann kriegen wir das hin. Du, wo bist du jetzt? Bei der 83 oder was hast du gesagt? Also aktuell bei der 97 mache ich die Ballen und bei der 83 machen wir jetzt gleich den Mais. Also ich dachte, ich wäre mit meinem 62er Deutz das älteste Fahrzeug, aber... Ja, dein Fortschritt. Aber da siehst du mal, wie effektiv. Die haben ja damals sogar noch vernünftige Kupplungen hinten dran gehabt. Die haben schon gewusst, wie sie es machen. Macht das? Kannst du überhaupt Mais laden in dem Ladewagen? Normalerweise schon. Mais-Silage oder ich muss einen anderen Anhänger. Ich fahr gerade einen anderen Anhänger holen. Der Dings ist ja da, Feldmann. Jo.
Also ich stelle ein Tempomat mal auf 10 km/h ein. Ja. Geht gerade bergab. Na. Muss die alte Technik mal kurz justieren. Du willst dich justieren? So. Ja, die alte Technik, die muss ja immer wieder eingestellt werden. Hast die Keilriemen denn auch alle dran? Ja, natürlich. Ist auch alles kontrolliert worden beim letzten Mal. Auch alles geschmiert? Ja, natürlich. Kommt da gar nichts raus, was ist da los? Kann dein Häcksler Mais? Ja, doch. Ich darf nur nicht zu dicht da rankommen, warte mal. Oh, warte. Zu dicht am Baum. Sonst, so, Maya, warte mal. Hier, nimm den Anhänger mal eben selber mit, den müsstest du ja auch mitziehen können. Okay, ich helfe dir mal beim Ankuppeln hier. Ja, ein Stück noch. Oh, jetzt hänge ich am Baum. Ja, so, jetzt. Passt, perfekt. Dann komme ich gleich nur hinterher und sammle den ein und dann können wir ja normal nebeneinander herfahren. Hier. Ach, von wegen Audi-Vorsprung durch Technik. Fortschritt hier. Genau so mustert. Ich glaube, bei den anderen Anhänger brauche ich mit meinem Deutz das gar nicht zu probieren. Ich sehe ja, was gleich passiert, wenn ich meinen Anhänger wieder dranhänge, wenn er voll ist. Ich habe ja auch nur den kleinen Deutz mit. Meinst du machst Männchen? Nö, ja, Männchen nicht. Ich habe ja Frontgewicht, aber vielleicht mache ich große Löcher in dein Feld, weil festgefahren oder so. Wenn wirklich, dann ziehe ich dich wieder raus. Und die großen Löcher im Feld, die machen auch nichts, weil ich muss dann sowieso pflügen. So, dein Anhänger ist jetzt ungefähr halb voll. Hey, danke, Rieder. Ja, mach mal. Du hast ja gleich die nächste Spur, dann können wir gleich wieder umkuppeln und dann machen wir weiter. Ich hoffe bloß, du kommst da mit dem Silo zurecht. Ja, kriegen wir schon hin. So, dann fahren wir mal helfen bei dem Mayesche. Ja, da werden sich meine Kühe aber freuen. So, wolltest du noch voll machen oder wie hast du es vor? Ich fahre jetzt noch bis nach vorne durch. Ich glaube, einmal umdrehen kann ich auch noch. Ja, dann warte ich eben hier. Jo. Dass mir das Feld gegenüber auch gehört. Als hätte ich das schon mal gestört. Johann, ich kuppel mal ab. Ja.
Die Reichweite vom Arm ist halt nicht so hoch. So, ich drehe jetzt um. Hoppala. Mann, Mann, Mann. Wo wollt ihr das denn reinhaben? In das große oder was? In das große, ja, das ist das einzig freie. Na? Na, mag er noch nicht so? Nee, weißt doch, wie die alten Maschinen so sind. Ja. Brauchen ein bisschen Liebe, ein bisschen Justierung und dann geht das ratzfatz. Upsala. Na, wo will er denn hin? Er hatte Pedal, hatte ein bisschen gestoppt. Ja, ich sollte mir mal auch einen neuen Häcksler kaufen. Das sagst du jetzt schon seit 5 Jahren. Ja, Entschuldigung. Wenn die Milchpreise einfach so saublöd sind, dann kann ich auch nichts für. Ja, ich muss von unten reinfahren. Von oben abkippen will er noch nicht. Will er noch nicht? Nee. Ah, der Wadislava da, der Lohner aus dem Nachbarort, hat er nicht einen Häcksler? Weiß ich nicht, ob der auch einen hat. Aber ich glaube, mit dem hast du nicht so gute Erfahrungen gemacht, gell? Ja, doch letzte oder vorletzte Jahr die Kartoffeln nicht vom Acker geriet. Ich möchte nicht drüber reden. Ich sag doch, da war doch irgendwas. Irgendwie schmeißt er nicht richtig. Ist der meist zu feucht? Normalerweise nicht. Ich hab den auch erst in Erwartung gehabt, ich weiß auch nicht, was er hat. Na? Aber jetzt hat. Und Feldmann funktioniert? Ja, bis jetzt noch nicht. So, dann warte mal ganz kurz. Dann probiere ich mal ganz schnell was aus. Zacko, zacko. Aber eigentlich müsste es funktionieren. Nee, ich kann nicht abkippen. Aktion kann hier nicht durchgeführt werden. Verstehe ich nicht. Hat doch extra freigemacht. Ey, Brackelmann, warte mal ganz kurz, ich fahr mal schnell zum. Ich geh mal schnell zum Johann hinter. Willst du meinen Trecker nehmen? Für die lange Strecke? Ja. Egal wo ich hinfahre. Darf ich mal probieren? Ja, weil ich fahre nochmal wieder hinten hin. Sonst hätte ich gemeint, man kann ja von oben reinkippen. Ja, eine Stelle hatte ich da, aber dann hätte ich den, glaube ich, oben auf die Platte gekippt. So, jetzt wenn er im Großen natürlich nicht will. Warte mal ganz kurz, ich fahr mal den Sparta aus. Ich fahr mal den Wender aus dem Weg. Oder ja. Den Schwader. Und ja. Probieren wir mal das mittlere.
Ich hoffe natürlich, dass es funktioniert. Jetzt muss ich gleich mal gucken, was passiert, wenn ich das oben abkippe, ob er das denn da reinkippt. Ja, normalerweise ja schon. Tipp einfach mal ab und schau mal, ob es überhaupt funktioniert. Ja, versuche ich ja gerade hier. Also hier unten geht's nicht. Geht nicht. Verstehe ich überhaupt denn, warum es nicht funktioniert? Das kann ich dir nicht sagen. Ich probiere es nochmal oben. Ja, probier nochmal. Vielleicht kannst du von oben runterkippen. Falsche Seite. Ja, andere Seite lässt er mich aber nicht. Ich verstehe es nicht. Also ich kann jetzt nur hinten oder rechts. Das hat ja die ganzen Jahre wunderbar funktioniert. Warum funktioniert das jetzt auf einmal nicht mehr? Ich verstehe es nicht. Warte. Vielleicht hast du den falschen Anhänger. Dann frag ich mal, probier's doch einmal du. Vielleicht funktioniert es ja bei dir. Kannst du abkippen? Nein. Aktion kann hier nicht durchgeführt werden. Kippt er das jetzt unten rein oder oben? Der kippt gar nichts rein. Ja, das stimmt. Was ein Quäse. Dann muss ich mir noch was einfallen lassen. Dann muss ich schauen, ob ich mir noch irgendwo ein Quasilo aufbauen kann. Hast du denn ein normales Silo irgendwo, wo wir das erstmal reinkippen können? Ja, habe ich, da bei Feld 48. Weil dann kippe ich das erstmal da rein, wenn das da reinpasst. Vergleich links. Ah, nun ist weil da vorne die Haarnadelkurve, die ist ein bisschen blöd zum Nehmen. Oh, krieg ich schon. Fahr am besten hier durch. Ich habe einen Trecker ohne Allrad, die sind wendiger. Ja. Weil da tust du dich wesentlich leichter zum Durchfahren. Ich muss meinen Raps hier noch runterholen, der steht hier schon die ganze Zeit. Weil dann kippen wir das halt erstmal hier rein und dann müssen wir mal gucken. Eben. Dann kippen wir es erstmal da rein und dann überlege ich mir was. Gut, meine Lieben. Und während wir hier frei fein weiter die Sachen abkippen und noch ein bisschen häckseln, sagen wir tschüss. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst uns gerne ein Däumchen da. Gerne ein Abo, wenn noch nicht passiert. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, vergesst die Glocke nicht. Und bis dahin sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus, pfiat euch. Ciao.